Blackout, Shorty kriegt ein Blackout, 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 Shorty kriegt ein Blackout. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackies am Start mit einem neuen Video für euch und jetzt guckt euch das an. Der Lamborghini von Nico. Nico, sag mal hallo. Und der sieht ziemlich weihnachtlich aus, wenn man das so sagen kann, oder? Mit Weihnachtsbaum auf dem Dach, mit Öhrchen, mit Nase, mit Blinklichtern, du kannst schon vorfahren. Ich fahre dir hinterher. Und ich natürlich im Weihnachtsmann-Outfit und wir wollen mal gucken, wie wir jetzt mal ein bisschen Reaktion kriegen von den Leuten, so wie ihm. Wie die gucken. Das Wetter ist natürlich ein bisschen scheiße. Ich hoffe, die Kamera beschlägt nicht die Linse oder so. Aber wenn das nicht der größte Lamborghini-Fail ist, weiß ich auch nicht. Auf dem Lamborghini-Weihnachtsbaum mit schon fertig geschmückt Beleuchtung rumzufahren, das ist doch der Hammer. Also was Lustigeres kann ich mir nicht vorstellen zur Weihnachtszeit. Wenn ihr das Video aus Nikos Perspektive sehen wollt, dann geht auf seinen Channel mal vorbei, denn wie ihr seht, da ist eine Kamera, eine geht nach vorne, eine filmt von innen. Die Reaktion, das ist bestimmt auch richtig witzig und auf jeden Fall gemütlicher als hier auf dem Motorrad. Na ja, genau. aber ja, wir fahren jetzt gleich mal hier am Jungfernstieg lang und so. Schade, dass das Wetter so schlecht ist. Aber auf jeden Fall ist das eine richtig lustige Aktion, oder? Ich weiß, jetzt ist das, ich habe vorproduziert, das ist jetzt am 25. oder 26. haben wir jetzt. Aber jetzt, wo wir das filmen, haben wir am 20. vor Weihnachtszeit. Jetzt guck, wie die Leute richtig witzig reagieren. Das sieht einfach nur cool aus. Manche gucken richtig ungläubig und manche freuen sich einfach und lachen. Ey, das ist absolut geil. Schade, dass die Kamera nicht so das so heftig drauf hat, weil die Leute immer so weit weg sind. Natürlich ist jetzt hier so krass viel Verkehr. Wahnsinn. Aber ich meine, so wie kann man auf die Idee kommen, seinen Weihnachtsbaum auf dem Lamborghini? Sind die gerade ineinander gefahren? Lol. Crash. Einfach ein Unfall passiert. Er hat bestimmt in den Spiegel geguckt, in den Rückspiegel und uns gesehen. Das ist ja eklig jetzt noch zur Vorweihnachtszeit, aber da ist zum Glück nicht so viel passiert. Ey, das ist so witzig schon wieder die Reaktion. Das ist der Hammer, wie die Leute gucken. Grinsen alle, winken alle. Wobei ich glaube, dass die Aufmerksamkeit jetzt doch ein bisschen mehr dem Lambo gilt als mir heute, ausnahmsweise. Weil so ein Lambo mit Weihnachtsbaum drauf ist schon ein bisschen krasser als jetzt ein Typ auf Motorrad mit Weihnachtsmann-Outfit. Aber uns gibt es ja als Team. Wir sind zusammen. Ich mache den Weihnachtszauber komplett. Ey, wenn die Linse dreckig wird, dann heule ich. Sehen wir mal so ein paar Sachen, die nerven richtig. Linse wird dreckig, Ton fällt aus irgendeinem Grund aus oder so. Leute, bleibt stehen.
Aber die Reaktionen sind ja wohl so witzig. Guck mal, wie sich die alle freuen und grinsen. Da guckt echt jeder hinterher. Das ist ja absolut geil. Ja, Mann. Jetzt sind sie alle ganz hektisch, schnell die Kamera aufmachen. Die Leute interessieren sich überhaupt nicht für mich. Alle gucken nur auf euch. Und die so, ey, geiler Lambo. Ist ein Typ mit einem Weihnachtsmann-Outfit auf Motorrad. Das interessiert keinen. Guck mal, wie die sich freuen. Die wissen überhaupt nicht, was sie fotografieren sollen. Die freuen sich, dass ich Peace-Zeichen mache. Das machen die Asiaten doch auch immer. Ja, wir stehen mitten auf der Straße. Ja, Mann. Smart, ne? Alles gut. Bei dir auch? Jo. Nice. Wolltest du den kaputt machen, oder? Ja. Glaube ich. Ich wollte auch drauf, aber ich habe sie gerade geputzt. Normal. Pass auf, mach das Ding nicht kaputt. Ja, danke für den Wheelie. Gerne. Mach mal Wheelie. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ein Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Peace und haut rein, ihr Landratten. Tschüss.